Herzlich willkommen in der Juracademy. Mein Name ist Nora Trottenberg und ich möchte heute mit Ihnen aus dem allgemeinen Teil des Schuldrechts das Thema Erfüllung gemäß § 362 BGB wiederholen. Wir beginnen mit der Norm selbst. Die sagt nämlich schon einiges aus. Nach § 362 Absatz 1 BGB erlischt nämlich das Schuldverhältnis, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Dabei meint Schuldverhältnis hier nicht den gesamten Vertrag, also das Schuldverhältnis im weiten Sinne, sondern das Schuldverhältnis im engeren Sinne, das heißt nur die konkrete Forderung. Damit ist die Erfüllung zugleich Ziel einer jeder Anspruchsprüfung. Die Parteien vereinbaren etwas, das Ziel ist, dass der Vertrag erfüllt wird. Zudem ist die Erfüllung eine rechtsvernichtende Einwendung, das heißt, sie wird auf der zweiten Ebene der Anspruchsprüfung unter Anspruch untergegangen bzw. erloschen geprüft. Die Beweislast trägt auch hier der Anspruchsgegner, da es für ihn eine günstige Tatsache ist. Kommen wir zum Prüfungsaufbau der Erfüllung. Wie gehen Sie also vor? Sie gucken zunächst, wer ist die Person des Empfängers? Hier kommt der aktuelle Gläubiger oder eine seiner Hilfspersonen bzw. Erfüllungsgehilfen oder auch die Zahlstelle des Gläubigers in Betracht. Eine Zahlstelle ist üblicherweise die Bank. Außerdem kann auch ein berechtigter Dritter der Empfänger der Leistung sein. Immer dann, wenn er Kraft Gesetz oder Kraft Ermächtigung durch den wahren Gläubiger zur Empfangnahme ermächtigt wurde. Auf der zweiten Ebene prüfen Sie, ob die geschuldete Leistung bewirkt wurde. Das heißt, Sie gucken zunächst, in welcher Art und Weise wird der jeweilige Leistungserfolg geschuldet? Und ist dieser Erfolg am Erfolgsort auch tatsächlich eingetreten? Und zwar dann, wenn der Schuldner erfüllen darf, also im Zeitpunkt der Erfüllbarkeit. Außerdem muss der Leistungserfolg auch einem konkreten Anspruch zuzuordnen sein. Als drittes gucken wir uns die Person des Leistenden an. Das ist grundsätzlich, wie eben auch beim Schuldner, das ist grundsätzlich der Schuldner oder eben auch ein Dritter. Wenn ein Dritter der Leistender ist, darf es sich dabei nicht um eine höchstpersönliche Verpflichtung handeln. Außerdem ist ein gewisser Fremdtilgungswille erforderlich und es darf keine Ablehnung im Sinne des § 267 Absatz 2 BGB erfolgt sein. Bitte lesen Sie sich einmal die Vorschrift dazu durch. Starten wir also mit der Person des Empfängers. Wie eben angesprochen, ist das zunächst der Gläubiger. Beim Gläubiger muss nämlich die Leistung bewirkt werden. Das geht auch aus § 362 Absatz 1 BGB unmittelbar hervor. Beim Vertrag ist das regelmäßig der Vertragspartner und beim Gesetz derjenige, der kraft Tatbestand die Leistung verlangen kann. Bei § 823 Absatz 1 beispielsweise ist es der Geschädigte, der Schadensersatz verlangen kann. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter muss die Leistung an den Dritten bewirkt werden. Dieser ist dann zwar kein Vertragspartner, er hat aber ein eigenes Forderungsrecht. Außerdem sollten Sie auf dem Schirm haben, dass sich die Person des Gläubigers auch durch Abtretung etwa verändern kann. Das erfolgt dann nach den Regeln der 398 folgende BGB. Außerdem sollten Sie beachten, dass die Erfüllungsgehilfen dem Gläubiger gleichstehen, etwa die Bank. Weiterhin muss der Empfänger empfangszuständig sein. Das liegt daran, dass die Annahme einer Leistung eine verfügungsähnliche Wirkung hat, da es eben zum Anspruchserlöschen führt. Deshalb sagt man, dass der Empfänger auch empfangszuständig sein muss. Sie kennen das vielleicht aus dem Sachenrecht mit der Verfügungsbefugnis. Das ist hier die Parallele dazu. Wenn diese Empfangszuständigkeit fehlt, dann tritt keine Erfüllungswirkung ein. Als Beispiel wäre zum Beispiel die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach den § 80 und 81 Insolvenzordnung zu nennen. Hier geht die Verfügungsbefugnis und die Empfangszuständigkeit von dem Gläubiger auf den Insolvenzverwalter über. Wenn der Empfänger dagegen nicht voll geschäftsfähig ist, so bedarf es der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters oder
der Vertreter muss direkt die Leistung in Empfang nehmen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Außerdem kann der Gläubiger auch einen anderen, also eine dritte Person zur Inempfangnahme berechtigen. Beziehungsweise es kann sich auch eine Ermächtigung aus Gesetz ergeben. Bei der gesetzlichen Ermächtigung wäre hier wiederum das Beispiel des Insolvenzverfahrens zu nennen. Schauen Sie auch hier einmal in die Normen der Paragraphen 80 und 81 Insolvenzordnung rein. Die Empfangszuständigkeit durch Rechtsgeschäft, also durch Ermächtigung durch den Gläubiger, vollzieht sich dann nach den Paragraphen der 362 Absatz 2 in Verbindung mit 185 Absatz 1 BGB. Hier gelten wiederum die allgemeinen Bedingungen für einseitige Rechtsgeschäfte. Kommen wir also zum zweiten Prüfungsschritt. Wir gucken, ob die geschuldete Leistung bewirkt wurde. Das heißt, Sie müssen zunächst feststellen, welche Art und Weise von Leistungserfolg wird hier überhaupt geschuldet. Ihr Ausgangspunkt ist dabei der Begriff bewirken im Sinne des Paragraphen 362 Absatz 1 BGB. Bewirkt es eine Leistung dann, wenn der Leistungserfolg durch Vornahme der Leistungshandlung eintritt? Diese Definition sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Das heißt, Sie müssen den konkreten Erfolg inhaltlich bestimmen. Bei vertraglichen Ansprüchen ergibt sich die geschuldete Leistung aus der Vereinbarung. Das heißt, dies ist durch Auslegung zu ermitteln nach den Vorschriften der 133, 157 BGB. Bei gesetzlichen Ansprüchen ergibt sich der geschuldete Erfolg aus dem jeweiligen Tatbestand. Aus § 823 Absatz 1 BGB folgt beispielsweise unmittelbar, dass Schadensersatz zu leisten ist. Problematisch sind solche sogenannte Teilleistungen. Das heißt, der Schuldner liefert beispielsweise nur 3 Flaschen anstatt 5 Flaschen der teuren Weinsorte. Fraglich ist dann eben, ob er mit diesen 3 Flaschen mit Erfüllungswirkung leisten kann. Hier sagt man, dass grundsätzlich Teilleistungen verboten sind. Das ergibt sich auch aus der Norm des Paragraphen 266 BGB. Eine Ausnahme kann dann vorliegen, wenn konkrete Umstände darauf schließen lassen, dass es hier unbillig wäre, ihm die Teilleistung zu versagen. Damit sollten Sie allerdings wieder sehr restriktiv umgehen und hohe Anforderungen an solche Umstände stellen. Als Beispiel könnte hier folgender Fall genannt werden. Wer also etwa 1000 Flaschen derselben Weinsorte am Sitz des 500 Kilometer entfernten Gläubigers übergeben muss und nur 999 Flaschen liefert, der darf ausnahmsweise mit diesen 999 Flaschen erfüllen und die restliche eine Flasche innerhalb einer angemessenen Frist nachliefern. Das ergibt sich dann aus den Grundsätzen von Treu und Glauben nach § 242 BGB. Neben der Art und Weise des geschuldeten Erfolges müssen Sie auch ferner Leistungs- und Erfolgsort bestimmen. Der Leistungsort ist der Ort, an dem die Leistungshandlung vorgenommen werden muss. Der Erfolgsort dagegen ist der Ort, an dem der Erfolg eintreten muss. Sie müssen diese beiden Begrifflichkeiten streng voneinander differenzieren. Die Bestimmung des Leistungsortes richtet sich nach Spezialvorschriften, beziehungsweise Sie müssen immer erst an solche Spezialvorschriften denken, wie etwa beim Verwahrungsvertrag nach § 700 Absatz 1 BGB oder auch bei der sogenannten Vorlegung nach § 811 BGB. Schauen Sie auch hier bitte einmal in die Vorschriften rein. Wenn es keine Sonderregel dazu gibt, so sollten Sie auf die Grundnorm des Paragraphen 269 Absatz 1 BGB abstellen. Auch hier gibt es eine gewisse Reihenfolge, die es einzuhalten gilt. Das heißt, Sie prüfen zunächst, ergibt sich die Bestimmung des Erfolgsortes eventuell aus Umständen. Das heißt, Sie gucken erst, ob hier Umstände vorliegen im Sachverhalt, aus denen hervorgeht, wo der Leistungsort liegen soll. Das heißt, beim Arbeitsvertrag zum Beispiel ist mangels ausdrücklicher Vereinbarung die Arbeitsstätte der Leistungsort, also der Ort, an dem die Arbeitshandlung vorgenommen werden muss. Wenn sich auch aus den Umständen nichts ergibt, so stellen Sie auf Absatz 2 der Regelung des 269 BGB ab, sodass der Wohnsitz bzw. die gewerbliche Niederlassung des Schuldners ausschlaggebend sind. Das wird in der Regel
auch in Ihrer Klausur so vorkommen. Die Bestimmung des Erfolgsortes dagegen richtet sich nach der Art der Schuld. Wir differenzieren grundsätzlich zwischen der Hohl-, der Bring- und der Schickschuld. Hier sehen Sie nochmal die verschiedenen Schuldarten als Übersicht. Das heißt, bei der Hohlschuld, so liegt Leistungs- und Erfolgsort jeweils am Sitz des Schuldners. Bei der Schickschuld liegen Leistungs- und Erfolgsort auseinander. Das heißt, der Leistungsort ist hier der Sitz des Schuldners, der Erfolgsort ist der Sitz des Gläubigers. Bei der Bringschuld liegen wieder beide Orte zusammen, nämlich am Sitz des Gläubigers. Problematisch können Geldschulden sein. Geldschulden sind in § 270 BGB geregelt. Hier gilt es zu beachten, dass das Gesetz grundsätzlich von Barmitteln, also von Barzahlungen ausgeht. Falls es sich doch aber einmal um eine Überweisung handeln sollte, so sollten Sie sich merken, dass Erfolg erst eintritt mit Gutschrift auf dem Konto. Zudem schauen wir uns noch die Bestimmung der Leistungszeit nach § 271 BGB an. Die Leistungszeit erfordert Fälligkeit und Erfüllbarkeit. Fälligkeit meint den Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Erfüllbarkeit meint den Zeitpunkt, in dem der Schuldner leisten darf. Weiterhin müssen Sie die Leistung auch zuordnen. Hier herrscht die Theorie der realen Leistungsbewirkung als herrschende Meinung. Danach tritt Erfüllung ein, wenn entweder der Schuldner oder einer seiner Hilfspersonen die geschuldete Leistung erbringt. Zu dem Streitstand im Einzelnen würde ich Sie gerne auf unser Skript verweisen. Dort sind die verschiedenen Meinungen aufgeführt. Sie werden aber sehen, dass Sie mit der herrschenden Meinung, also der Theorie der realen Leistungsbewirkung, gut zurechtkommen. Eine Zweckbestimmung der Leistung ist für den Schuldner zwar möglich, das heißt, er kann zwar sagen, worauf er leistet, eben beim Verwendungszweck beispielsweise, beim Überweisungsträger, er muss das aber nicht zwingend für die Erfüllungswirkung tun. Vergleichen Sie hierzu bitte auch einmal § 366 Absatz 1 BGB. Allerdings muss die Leistung einem bestimmten Schuldverhältnis zugeordnet sein. Also wenn gar nicht klar ist, worauf der Schuldner überhaupt leisten wollte, so ist die Zuordnung eben sehr problematisch. Trifft der Schuldner aber eine ausdrückliche Zweckbestimmung, gibt er also etwa im Überweisungsträger den Verwendungszweck an, so handelt es sich dabei um eine sogenannte Tilgungsbestimmung im Sinne des § 366 Absatz 1 BGB. Problematisch kann hier die Konstellation sein, wenn es verschiedene Gläubiger einer mehrmals geschuldeten Leistung gibt. Hier ist dann im Zweifel durch Auslegung zu ermitteln, welchem Schuldverhältnis die Leistung zuzuordnen ist. Eine Leistung unter einem erklärten Vorbehalt, also das heißt, der Schuldner ist sich gar nicht sicher, ob die Forderung besteht, leistet aber trotzdem, ist grundsätzlich unschädlich. Es sei denn, also es gibt eine Ausnahme dazu, wenn aus dem Vorbehalt deutlich wird, dass der Gläubiger zunächst seine Forderung dem Schuldner beweisen, also nachweisen muss, dass wirklich die Forderung besteht. Denn dann hat der Schuldner die Leistung nicht so, wie sie zu bewirken ist, angeboten. Das bedeutet, hier droht Annahmeverzug nach den Vorschriften der 293 und 294 BGB. Kommen wir zuletzt zur Person des Leistenden. Wie eben angesprochen, kann das der Schuldner sein, beziehungsweise das wird Ihr Regelfall sein. Der Schuldner wird Ihnen bereits unter dem Prüfungspunkt Anspruch entstanden begegnet sein. Das heißt, Sie müssen ihn hier im Rahmen der rechtsvernichtenden Einwendung der Erfüllung nicht noch einmal konkret prüfen. Aus § 362 Absatz 1 BGB geht hervor, dass aber nicht zwingend der Schuldner leisten muss. Beachten Sie aber bitte, dass nach § 241 Absatz 1 BGB der Schuldner zur Leistung verpflichtet ist. Der Schuldner kann sich jedoch, wie zu Beginn angesprochen, auch dritter Person zur Leistungserfüllung bedienen. Das heißt, wir haben eine Leistung nicht durch den Schuldner, sondern durch eine dritte Person. Beachten Sie bitte, dass sich diese dritte Person nicht als Schuldner herausstellen darf und auch nicht als dessen Erfüllungsgehilfe im Sinne des § 278 BGB.
Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen im Pflichtenkreis des Geschäftsherrn tätig wird. Ferner darf es sich um keine höchstpersönliche Verpflichtung des Schuldners handeln. Etwa beim Arbeitsvertrag darf der Schuldner nicht einen Dritten damit beauftragen, seine Arbeitsleistung für den Gläubiger als Arbeitgeber zu erbringen. Das geht unmittelbar aus § 613 BGB hervor. Ferner ist ein gewisser Fremdtilgungswille erforderlich. Das heißt, der Dritte muss auch den Willen haben, für den Schuldner leisten zu wollen. Beachten Sie bitte, dass sich eine Tilgungsbestimmung auch konkludent ergeben kann. Das heißt, Sie müssen den Sachverhalt auslegen, ob sich ein gewisser Fremdtilgungswille aus den Umständen ergibt. Ferner darf die Leistung durch den Dritten nicht abgelehnt werden im Sinne des § 267 Absatz 2 BGB. Ausnahme, es besteht ein sogenanntes Sonderablösungsrecht nach § 268 BGB. Eine für Sie wichtige Sonderkonstellation stellt die Leistung an Erfüllung statt im Sinne des § 364 Absatz 1 BGB dar. Das heißt, Schuldner und Gläubiger vereinbaren, dass nicht der ursprüngliche Leistungsgegenstand geschuldet wird, sondern eine andere Sache. Hier ist eben die Frage, ob dennoch Erfüllungswirkung eintritt, da hier die Änderungsvereinbarung und die Erfüllung zum selben Zeitpunkt erfolgen. Typischer Examensfall wäre die Inzahlunggabe. Das heißt, jemand geht in ein Geschäft, kauft sich beispielsweise einen neuen Computer und gibt seinen alten Computer in Zahlung. Umstritten ist, wie diese Fallkonstellation behandelt wird. Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass es sich um einen einheitlichen Kaufvertrag mit Ersetzungsbefugnis im Sinne des § 364 Absatz 1 BGB handelt. Eine andere Meinung geht davon aus, dass es sich um zwei Kaufverträge mit Aufrechnungserklärung handelt. Eine dritte Ansicht stellt darauf ab, dass es sich um einen einheitlichen Vertrag, allerdings einen typengemischten Vertrag, bestehend aus Kauf- und Tauschelementen handelt. Diese Meinungen sollten Sie dem Grunde nach beherrschen. Ich würde Ihnen empfehlen, sich die verschiedenen Ansichten auch noch einmal in unserem Skript der E-Learning Jura Academy anzuschauen. Denn es handelt sich dabei wirklich um einen Examensklassiker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben heute die Erfüllung und das Schema der Erfüllung wiederholt. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück für Ihre Klausuren. Bis bald!